Die kleine Stadt Ebeltoft liegt auf der jütländischen Halbinsel Jursland an einer Halbinsel im Kattegat. Die Fischerei, der Yachthafen und der Tourismus sind die Hauptsäulen des täglichen Lebens. Der pittoreske Ortskern besteht aus historischen Häusern, von denen das Gamle Rathaus, das kleinste Rathaus der Welt, mit seinem alten Gefangenenkeller am meisten heraussticht. Die Stadt hat ein starkes Wachstum erlebt. Das zeigen die Einkaufsmöglichkeiten und die interessante Fußgängerzone. Zwei bedeutende Sehenswürdigkeiten von landesweiter Bedeutung sind in der Region vertreten. Die eine ist das Glasmuseum mit seinen internationalen Exponaten, aber auch den Werken Ebeltofter Glaskünstler, die Ebeltoft den Titel Hauptstadt des Glases eingebracht haben. Die andere ist das historische Holzschiff Jylland, die längste erhaltene Fregatte ihrer Art. Sie nahm am Deutsch-Dänischen Krieg 1864 vor Helgoland teil, konnte aber trotz des taktischen Sieges den preußischen Sieg nicht verhindern. Heutzutage kann sie besichtigt werden. Der Name Ebeltoft ist darauf zurückzuführen, dass das Zentrum aus einem Hügel mit Apfelbäumen bestand. Darum wird seit 2004 Mitte Oktober zu Ehren der Stadt und dänischen Nationalfrucht ein Apfelfest veranstaltet, bei dem alles unterwegs ist, was Beine hat. Wer hier Urlaub macht, taucht ein mitten ins gemütliche dänische Leben.